Weltweit verdient eine Frau 77 Cent für jeden Dollar, den ein Mann in vergleichbarer Position verdient. Wir haben das Jahr 2021. Are you fucking kidding me? In Deutschland und weltweit wird jede Minute eine Frau Opfer von sexueller Gewalt, von Übergriffen durch toxische Männlichkeit. Und jede Minute ist eine Minute zu viel. In über 150 Ländern gibt es Gesetze, die Frauen diskriminieren. Im Boxen habe ich oft hören müssen, dass Boxen keine Sportart für Frauen sei, zu gefährlich und dass es nicht zusammenpasst. Und ich habe oft das Gefühl gehabt, dass mir nicht nur weniger zugetraut wird, weil ich eine Frau bin und boxe, sondern quasi doppelt so wenig, weil ich ein Kopftuch trage. Auch ich habe ganz oft erlebt, was es bedeutet, nicht gleich behandelt zu werden. Ob im beruflichen Alltag, zwischenmenschlich oder auch im Austausch mit Männern. Und das ist kein schönes Gefühl. Deswegen ist es wichtig, dass man was dagegen tut. Das Problem bei der Diskriminierung ist, dass das natürlich so in unserem Leben verankert ist, dass uns das oft gar nicht mehr auffällt. Dieser Reflexionsprozess hat bei mir vor ehrlich gesagt nicht allzu langer Zeit begonnen, aber seither kann ich mir eigentlich keine Situation in meinem Leben vorstellen, die nicht von Sexismus geprägt worden wäre. UN Women und besonders die Kampagne Generation Equality unterstütze ich gerne, weil das eine weitere Möglichkeit ist, laut zu sein, Stimme zu zeigen, Gesicht zu zeigen im Kampf für Gleichberechtigung. Und vor allem, weil es mir so unglaublich wichtig ist, dass wir die Diversität auch von Frauen zeigen. Weil mir natürlich nicht nur die Gleichstellung von Männern und Frauen wichtig ist, sondern dass wir in dem Zusammenhang auch die Ungleichheiten, die es zwischen Women X oder sich als weiblich identifizierenden Menschen gibt, dass wir die ansprechen. Ich stelle mir für junge Mädchen und Frauen eine Welt vor, in der sie sich selbst dazu entscheiden können, welchem Konzept sie folgen wollen. Und ich stelle mir eine Welt vor, in der es keine Zuschreibungen mehr gibt für was ist weiblich und was nicht. Ich wünsche mir für Mädchen und Frauen weltweit, dass wir endlich echte Gleichberechtigung haben, dass keine Frau mehr um ihr Leben Angst haben muss und dass wir alle ganz groß träumen dürfen. Dass sie endlich in Räume gelassen werden, wo wichtige Entscheidungen getroffen werden, damit wir alle zusammen diese Welt mitformen können. Ich fordere Gleichberechtigung, weil jeder das Recht auf eine freie Berufswahl hat. Weil es Gesetze geben muss, die vor sexuellen Übergriffen am Arbeitsplatz schützen. Und ich fordere Gleichberechtigung für eine gerechte und gleiche Bezahlung. Es ist 2021 und es gibt kein Land der Erde, welches Gender Equality erreicht hat. Wir müssen die Generation des Wandels sein und es muss schneller gehen als bisher.